Was heißt hier jung sein? So lautet der Titel der neuen Theateraufführung des 5. Steudelten Theaterfestivals in Udans im Zillertal. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren bringen ihre Erlebnisse und Gedanken zum Thema Jungsein in einer Performance auf die Bühne. In Form einer Nachrichtensendung werden aktuelle Themen wie die Flüchtlingspolitik aufgearbeitet. Die inhaltlichen Schwerpunkte haben sie selbst gewählt, gecoacht und koordiniert werden sie von Profis. Wir haben versucht herauszufinden, was einfach die Kinder bis Jugendlichen sich über ihre Zukunft vorstellen, was sie sich erwarten, was für Wünsche sie haben, was für Sehnsüchte. Und das haben wir versucht, in ein Stück zu verpacken. Ich bin alleine hierher nach Österreich gekommen. Es ist schon eine große soziale Komponente spürbar, dass wenn Kindern sehr wohl eine Angst dasteckt, verbunden mit einer Angst vor dem Krieg, vor einer Unsicherheit und eine große Sehnsucht einfach nach Gemeinsamkeit, nach Freunden, nach Heimat und Liebe. Ich finde es einfach ganz wichtig, dass sie ihre Kreativität ausleben können und die Möglichkeit haben sie da. Und das, was sie da erfahren an Teamwork, an gemeinsam, also das ist irgendwie unbezahlbar, diese Möglichkeit, die sie da kriegen. Was heißt für dich jung sein, Laura? Die Jugendlichen sind nach anfänglicher Skepsis mit dem Ergebnis ihres Theaterstücks glücklich. Das Schuljahr ist sehr gut. Also wir haben bei den ersten Treffen haben wir so sozusagen Talkshows gemacht und einfach spontan auf Fragen von Moderator geantwortet und das ist alles aufgenommen worden und aus dem ist oft eigentlich ein Stück entstanden. Ja, ich bin voll zufrieden, aber zuerst war ich ein bisschen skeptisch bei ein paar Sachen, aber jetzt muss ich sagen, ist eigentlich voll cool. Ich find's geil. Ich muss sagen, wir haben am ersten Tag schon alle miteinander so eine Gaudi gehabt, haben getanzt, haben gesungen von One Direction und also es war echt, also ich muss sagen, ich bin schon froh, dass ich das da gefunden habe. Das Stück wird am 27. und 29. Mai aufgeführt. Wer das nicht schafft, kann noch bis zum 29. August zahlreiche andere Theateraufführungen und Ausstellungen im Rahmen des Steudelten-Festivals besuchen.